Liebe Leute, Atlantis in Sicht und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 4 Black Flag, während er auch noch nicht ganz in den Chanties dabei ist. Ja, viel ist es nicht mehr und schön, dass ihr wieder am Start seid. Und ich habe mal nachgeguckt, es ist mit dieser Mission, die jetzt als nächstes ansteht, in den nächsten Folgen oder in der nächsten Folge, wie auch immer, die wird tatsächlich ich komme nicht dazu gerade, ne? Mann, halt doch mal die Klappe jetzt, Leute. Ach, das ist das Schiff, okay. Ja, mal rein. Spürst du es, HD? Nur ein Moment rennt uns vom größten aller Schätze. Ich spüre nur heißen Wind in den Ohren, Captain. Wenn wir diesen Schatz finden, haben wir ausgesorgt. Allesamt. Zehnfach sogar. Wie du meinst. Ahoi, Roberts. Wir werfen Anker und sehen uns an Land. Du wurdest verfolgt, Captain Kenway. Die Frage ist nur, wie lange schon? Oh, Freunde. Hornigold. Rennen soll dieser Verräter. Na geil, aber die... Ich deinen Freund lieber schnell, Captain, bevor ich mein Wohlwollen noch bereue. Also, noch einmal, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed hier Black Flag. Wir machen die Benjamins am Aufspielen, ja. Noch mal nach, was du hier tun willst. Was hast du wieder zu nörgeln, Adi? Es ist Ben Hornigold, der uns Kiel holen will. Ei, und der Verräter muss sterben. Doch, was dann? Bist du wirklich überzeugt? Du verdienst das Observatorium mehr als er und seine Templer? Nein, nicht ganz. Das muss ich auch gar nicht sein. Bloß, wenn dir was Besseres einfällt, um Gottes Willen, raus damit. Verabschiede dich von Robert. Hol die Assassinen. Bring sie her und lass sie das Ding beschützen. Ei, ich bringe sie her. Wenn sie bereit sind, dafür etwas springen zu lassen? Also, nochmal, ich wollte es anmerken, mit dieser Mission sind es tatsächlich, also ich habe mal nachgeguckt, sind die Missionen. Klappe jetzt, Mann! So, also nochmal, mit dieser Mission, die wir jetzt ansteht, wir sind jetzt in Sequenz 10, Episode 2. Soweit ich das richtig gesehen habe. Mord und Totschlag. Ja, Erinnerung 2. Es sind mit dieser Mission tatsächlich noch 9 Missionen, die wir haben, und dann sind wir durch mit der Assassin's Creed Black Flag. Du meinst die Klippen, die aussehen wie der Rücken eines Monsters? Ei. El Espinazo del Diablo, nennen die Spanier sie. So. Aufgeilen! Ist das die? Großmaß an die Fallleinen! Die Ork. Wir müssen sie ja nicht unbedingt ärgern. Wir müssen sie ja einfach nur in Ruhe lassen. Lass uns doch gerade einfach mal in Ruhe. Lass die Hunde los! Ich mach gar nichts. Ich hab gar nichts gemacht! Alles setzen und schafft zum Wind ausrichten. Warum haben die schon wieder irgendwelche Glocken an Bord? Lass mich in Ruhe! Ernsthaft? Feindliches Feuer! Ja, ja, natürlich, welche Überraschung. Ja, das hat doch gerade so nicht geklappt. Da sind sie am empfindlichsten. Hallo Katze. Da ist sie am schwächsten, Captain. Feuer! Sind bereit, Sir. Feuer! Nicht als Salzwasser. Ja, ist mir egal. Aber ich muss jetzt gerade. Ich habe jetzt gerade andere Probleme als euch. Die Benjamin aufspielen. Immer noch. Wie gesagt, diese Mission heißt ja Mord und Totschlag. Ich muss jetzt gerade gucken, dass ich ein Schiff spiele, weil vor allen Dingen, dass die mich nicht in Ruhe lassen, mich mal ein bisschen in Ruhe lassen. Ich habe leider nicht die Möglichkeit. Oh, ich habe wieder was vergessen, ne? Fällt mir gerade ein bisschen ein. Ja, meine Katze dreht gerade ein bisschen am Rad. Ich bin gerade, das ist eine Stufe 8. Das ist George Galley. Also, wo ist hier? George Galley. Sink Ports. Tschüss. Feuer! Die ist Geschichte. Bereit zu schießen, Sir.
Warte, wo? Feuer! Kanone bereit! Heute schlummern sie bei den Fischen. Sind bereit, Sir! Was ist die? Das ist Garbage. Feuer! Wo ist das scheiß Schiff hin? Da, da ist auch. Feuern! Du wirst uns versenken, Kenway! Portsmouth! Wir sind beschädigt! Ja, sind beschädigt. Lass mich doch einfach nur gerade in Ruhe. Ich will doch einfach nur meine. Geschichte. Ja, ich kann's aber. Oh, der hat auf jeden Fall gesessen. Ich will auch nur mein Schiff haben. Das Problem ist einfach, dass ich mich gerade schon wieder irgendwo verballert habe. Warte mal, das ist doch ein Schiff, oder? Ist das die? Oder ist das da nur, ist das, gehört das gar nicht mit dazu? Warte. Gegner feuert! Verdammt, bist du verrückt, Köpfen? Dieser Schiffsteil ist außer Balance. Noch ein direkter Treffer und wir gehen unter! Das Schiff bricht in zwei, Kenway! Ach, da ist die! Nee, ist das nicht? Die ist das! Die Kleine da vorne! Das wird doch eh nicht schaffen. Wollte gerade sagen, das ist doch nicht zu machen, weil die sich wieder alle einmischen müssen. Lass mich doch einfach mal auf das Schiff versenken spielen. Ich habe keinen Bock. Mann, oh. Aber wir haben so. Geht näher ran. Ich habe gar keine Mörser. Geil. Ich habe nichts an Bord. So, die geht mal weg. Gut hier. Feuer! 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 Viel bist du nicht mehr mit, los mit deinem Schiff, mein Freund, ja? Tschüss. Geschichte. So. Der will natürlich ja weg, so schnell wie möglich. Ich komme wieder zurück. Den holen wir uns, den Kollegen da. Den holen wir uns. Hier. Ja, super. Ja, ja, alles gut. Benjamin Hornigold. Den Verräter. Du hast bestimmt ein paar Leute um dich herum. Herzlich willkommen in Santanillas oder Santanillas, wie auch immer. Bisher sind wir noch nicht entdeckt worden. Das kann auch natürlich gerne so bleiben. Ja. Warte mal. So, unser Kollege hat natürlich ein bisschen was an Leuten um sich herum gescharrt. Welch eine Überraschung natürlich. Komm ich da hoch? Okay. Warum noch immer? Jetzt komme ich hoch. Okay. Nur die falsche. Etwas falsche Ecke erwischt.
So, ich räume gerade mal ein bisschen hier auf mit deinen Leuten, mein Freund. Benjamin Hornigold, mein du kleiner verräterischer Kollege. So, jetzt warte mal kurz, weil der hat uns schon gesehen, mehr oder weniger. Warte mal, habe ich noch ein paar Schlafheile? Ich habe noch ein paar Schlafheile. Der sieht uns. Der sieht uns ein bisschen. Warte mal. Komm ich da hoch? Ja, ja. Du kannst ruhig herkommen. Wäre deine Männer. Weiter. Klammer. Jetzt ist mal gut hier. Mein Gott, ey. Du hast aber auch Nerven gerade, mich so ein bisschen auf den Sack zu gehen. Ich krieg dich noch, kein Freund. Ich krieg dich noch. Keine Sorge. Ich nehme einfach kurz deine Männer mit raus nach Hause. Da ist noch einer, ein Schütze. Der ist nicht mehr da. Hier vorne noch so noch zwei Truhen, die ich gerne noch mitnehmen würde. Die nehme ich auch noch mit, schnell. Die unten? So, jetzt habe ich ein bisschen Überblick. Lass mich raten, Hornigold steht da oben. Natürlich steht er da oben. Hast ein paar Leute um dich rumgeschaut. Oh, Hilfe, der hat ein paar Leute um sich rumgeschaut, wenn ich mir gerade so mal das ganze Gebiet um. Ja, ja, ist ja gut, ist ja kein Problem. Oh. Oh, das habe ich zu spät. Das habe ich komplett übersehen, dass der da. Ups, ich muss mal hoch hier. What the fuck? Komm her, ja. Der ist. Ich könnte ein bisschen hochgehen. Guck mal. Ist schon scheiße, wenn man auf einmal sämtliche seiner Leute. Du fahrst jetzt? Sich flachsen jetzt? Nein! Nein! Das war der letzte! Ich hätte nicht haben können, er hat mich immer wieder weggeschubst, deswegen. Lass mich fahrschen, du Arsch! Ich wollte dich haben. Lass mich raten, ich hab's jetzt wieder alle an Bord, ne? Ich hab bestimmt keinen Checkpoint, oder? Wo stehe ich jetzt? Oh, natürlich nicht. Ich hab natürlich. Warte mal, nein. Ich bin hier raus aus der Nummer. Lass mich in Ruhe. Moinsen! Ich nehme euch mal mit, ne? Also müssen wir die ganze Schote nochmal warm machen jetzt, oder was? Ich hatte den letzten, ich hatte noch einen. Klappe da unten. Alter, Alter. Der weiß natürlich, dass wir da sind, aber das ist natürlich jetzt ein bisschen. Das ist jetzt ein bisschen fixer als eben. Das Taktische. Hör auf damit!
Lass mich in Ruhe. So. Meine Fresse. So. Wo sind die scheiß Truhen jetzt oder was? Wo ich jetzt? Du bist nicht auf der Ebene, sondern nee, so unter mir, ne? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich hier unten drin irgendwo. So, du hast jetzt ein paar Kollegen da vorne um dich herum. Das war mir fast klar. Das heißt, ich hab natürlich keine Dingspfeile mehr, keine Berserkerpfeile mehr, ich habe nur Schlafpfeile noch. Ja, keine Sorge, der Kampf ist so schnell vorbei, wie du gucken kannst. Also ich krieg dich sowieso, mein Freund, aber so. Brauchst du, kannst du deine Freunde jetzt machen, ich habe einen kleinen Fehler eingebaut, aber. Mehr nicht. So, das sind zwei weniger. Oh. Why that? So, jetzt. So. Kommst du jetzt freiwillig runter oder schickst du mir jetzt noch mehr von deinen Kollegen hier? Weil, okay, dann halt nicht. Nee, hier sind noch zwei Patronen. So, hopp. Halt, nehmen wir noch mit. So. Und ihr so? So, einen hast du noch, Kollege. Warte, dich kriege ich noch. Keine Sorge. Auch nicht gut. Ich kenne den Bastard und ich weiß, wozu er fähig ist. Er ist hinter mir her. So sicher, wie ich hier stehe. Auf Position! Und seid auf alles vor! Und da erledigt! Und auch die optionale Ziele mitgenommen. Du hast mal einen Mann, der für etwas Wahres einstand. Nun hast du nur noch ein Mörderherz. Und all deine Fehler brachten dir nichts als Narben. Auf jeden Fall besser als deins, Ben. Das Herz eines Verräters. Der glaubt, er sei besser als seine Männer. Ei, und es ist wahr. Was hast du getan seit Nassophil? Nicht mehr als morden und plündern. Du stehst mit denen im Bunde, die wir einst hassten. Nein. Diese Templer sind anders. Ich wünsch, du könntest das sehen. Doch wenn du deinen jetzigen Weg beibehältst, bist du bald der Letzte, der ihn noch geht. Und am Ende wartet der Galgen. Und tschüss. Ja, komm, verreck. Stirb. Das mag sein. Doch nun gibt es eine Schlange weniger in der Welt. Ja, morgst du halt die ganzen Verräter ab, ne? Die ihm jetzt quasi in den Rücken fallen. Die ihm nicht treu sind, die müssen sterben. Und Ben Honeygold ist der Nächste. Gut, dann haben wir diese Mission auch erledigt. Honeygold mit einem Luftattentat eliminiert. So. So. Darf ich den nicht auch plündern? Schade, ich hätte gedacht, dass ich da noch plündern kann. Gut, kurz mal diesen Checkpoint hier mitnehmen. Also diese kleine. Warte mal, oh, jetzt guck. Ah, hier ist das. Okay. Kurz diesen Synchro-Punkt mitnehmen. Und damit ist die Mission Mord und Totschlag. Das haben wir sogar in einer Folge bekommen. Und damit stehen es jetzt nur noch 8 Missionen an bei diesem Spiel hier. Viel ist es nicht mehr. So, dann haben wir das auch. Gut. Warte mal, wo ist denn die Mission? Oh Gott, ist da unten. Vor allem bei Charlotte. Geil. Ich liebe es, wenn wir noch ein Vor dabei haben. Ja, warte mal. Gehen wir mal rüber schnell nach. Na Wasser, ich werde mich noch mal schnell kurz aufrüsten, weil ich brauche ein paar Dings. Dann wäre es ein bisschen einfacher geworden, aber das Thema mit den Portugiesen ist ein bisschen einfacher geworden. Oh, das war, upsi, Entschuldigung, das war keine Absicht. Entschuldigung, ich wollte euch nicht angreifen, aber ich bin froh, dass keiner getötet wurde. Aber es gibt Fatal Fire ist ja nicht. So, ich darf jetzt kurz mal schauen. Willst du in Frieden leben, mein Freund? Ich will immer in Frieden leben.
Und dafür sorge ich gerade. So, jetzt gucke ich mal, dass ich Munition verkaufe. Kann ich Munition kaufen? Kaufen. Munition. Ich darf echt nur... Warte mal, darf ich nur Dicks kaufen? Mäusergeschosse auf jeden Fall mal mitnehmen. Feuerfässer mitnehmen. Aber ich bräuchte mal eigene Munition. Checkdoor Upgrades. Ist es nur Schiffe? Verkauf. Frachtverkauf. Zucker. Alles weg. Auch nicht. Rum weg. Stoff, Metall, Holz brauchen wir noch. Stoff, Metall und Holz, ja. Okay. Eine Jagdbeute. Gucken wir gerade kurz. Alles verkaufen. Brauchen wir nicht. Noch, ey. Buckelwal halt. Oh. Ah ja, wir haben ja einen Buckelwal gejagt, ne? Excellent. Good day. So. Ich würde gerne noch mal ganz kurz mich aufrüsten. Das machen wir auch noch schnell. Warte mal kurz. Gucken. Wo müssen wir da hin? Irgendwo mal eine Sportstadt oder was auch immer. Wird's bloß nicht unbedingt... Ach, wir haben noch so, eigentlich so viel Zeug zu sammeln. Aber wir machen es nicht. Also so viel zum Thema. Okay, ich bin hoch. Ich muss gerade gucken. Wo muss ich denn da hin? Habe ich keine Stadt irgendwo, dass ich da mal kurz bei mich aufrüsten kann? Lagerhaus hier unten. Habe ich keine Möglichkeit, mich in der Stadt mal irgendwo in der Stadt mal zu reißen, mal mich ein bisschen aufzurüsten. Great im Nagua. Das haben wir schon gemacht. Aber wo haben wir denn mal eine Möglichkeit, uns ein bisschen... Das kann doch nicht sein, dass wir nichts haben. Dass wir hier nie, dass wir keine Möglichkeit haben, keine Stadt oder kein Ort oder Forst und was rum. WTF. Ich hätte gerne gedacht, dass wir... Warte mal. Ach, wir reisen einfach nach Nassau. Nassau haben wir. Ich glaube, da in Nassau, ja, gut, natürlich, da sind die Städte. Also ich will nur ganz kurz mich aufrüsten und dann machen wir hier Ende. Für heute. Gut, dann haben wir noch eine Mission und dann sind wir schon in der Änderung 11. Das kommt nämlich noch, jetzt kommt noch was Wichtiges. Ich verrate euch dann auch was gleich. Also die nächste Mission ist dann das Observatorium. Ich habe hier eine kleine Liste. Gut, ich glaube, die Mission müsste so heißen. Würde mich jetzt wundern, wenn sie nicht so heißen würde. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Wieder den, wo ist er denn? Hallo? Observatorium? Da ist er. Das ist diese hier. Kurz mal gucken. Da muss ich hin. Warte mal. Oder dass diese Stadt, die ist eigentlich komplett erobert, dass die noch mit Feinden besetzt ist. What might you be requiring? So, kaufen. Also die Flags, ich bin schon wieder in der falschen Dings, ne? Ich bin schon wieder in der falschen Bude. Warte mal. Da müssen wir hin, wo das Schwerter sind. Ach, hier müssen wir rein. Alles klar. Moin, Dad, ich bin mal da. Ich muss mal was kaufen. Ich kaufe. Kannst du mich fassen? Achso. Ja, super. So, kaufen! Munition. Kugeln brauchen wir nicht. Berserkerpfeile hätte ich gerne ein paar. Schlafpfeile hätte ich gerne ein paar. Aber die haben wir nicht. Aber Rauchbomben. Das ist immer herzlich willkommen. So, gucken wir mal gerade, ob wir noch schnell Schwertsetter haben. Wenn wir nochmal Schwerter haben. Wir haben ja ein bisschen Kohle in der Tasche. Combo. Ich brauche Schaden. Aber wir haben nur 10.000 Piratenkrummsäbel. Geschwindigkeit ist langsam, aber Schaden ist ja hier. Es wäre nochmal 12.500 französische Duellschwerter. Ich habe Offizierkurzschwerter. Ja. Das sind die hier, die ich gerade eben so ein bisschen habe. Aber ich hätte gern die Klingen aus Toledo. Ach nee, was waren wir denn gerade eigentlich gerade ausgerüstet überhaupt? Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir ein bisschen was von Schaden mehr gut machen. Die hätte ich gerne hier, diese 12.500, die französischen Duellschwerter. Dann machen die mehr Schaden und. Oder die hier. Der Schaden, Geschwindigkeit, Kombo, Offiziersrapiere. Aber sonst haben wir nichts wirklich. Wir haben keine Kohle momentan. Das ist es halt. Kurzgegenstände frei verkaufen. Monturen, Munition. Pistolenset. So. So, was haben wir denn überhaupt?
bin ja eigentlich nicht so Fan davon. Aber warte mal. Haben die Schaden betäuben? Warte mal, die haben ja 3, 5, 7.000. Spanische Offizierspistole, die hätten wir ja. Also wir würden plus Schaden. Gut, beim Headshot. Ja, bisher brauchen wir es nicht. Kriegen wir so hin. Jo, ich bin Warren, genau. Gut, okay. Kleiner Break. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Liebe Leute, dann geht's weiter mit Assassin's Creed 4 Black Flag. Und dann geht's ins Observatorium. Bis dahin oder auf Wiedersehen. Tschüssi.